Ja, da müssen wir den Kollegen hier besteigen und dann einfach nur verteidigen. An die Quest erinnere ich mich auch noch. Ah, sehr abwechslungsreich, sehr abwechslungsreich. Ich erinnere mich. Das war schon ganz geil damals, dass man da sehr, 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 sehr viel Abwechslung hatte. Das kannte man fast so gut wie gar nicht. Na, kommt jetzt was? Jo, jetzt kommen die langsam. Frag mich, ob die Quest überhaupt funktioniert. Müsste aber eigentlich funktionieren. Ich muss Ah, zuerst okay, ich etwas kann Leute auch an anvisieren. mich ranziehen. Sehr schön. Und dann stampfen. Geile Sache, geile Sache. Und man merkt es ja auch, leveltechnisch bewegen wir uns ja wieder in sehr, sehr schnelle Gefilde. So, Instant Kill. Ein bisschen so boxen, boxen, boxen. Tot, tot, tot. So, ja, es sind immer noch sehr, sehr viele Quests offen. Deswegen wollte ich es ja unbedingt auch hier machen, damit wir auch super, super viel schnell was erledigen können. Weil das ist auch einer der Dinge, die mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, dass gerade hier man sehr, sehr viel machen konnte und sehr, sehr viel schnell Erfahrungspunkte sammeln konnte. Weil ich denke mal so, das töte dies, macht das und so. Das ist ja wirklich nichts atemberaubend Neues. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ja, ich bin gespannt, wie lange das noch dauern wird bezüglich Dragonflight, ne? Das ist echt eine, das ist immer noch so eine Leidensgeschichte, ne? Ich hatte es ja auch im Vorfeld erwähnt, dass es ja mittlerweile auch so ein paar Sachen gibt, die gedroppt wurden, ein bisschen mehr neue Infos über gewisse Belange schon gehört bekommen haben, was das angeht. Aber ja, das ist, wird sich nochmal in Zeiten von Beta und Alpha herausstellen. Ich glaube bei nicht, dass ich irgendwie Alpha-Zugriff bekommen werde. Ich glaube, nur die wenigsten Spieler kriegen Alpha-Zugriff. Ich bin da wirklich nicht so gebildet, was das angeht. Jeder, der so ein bisschen meinen Kanal länger verfolgt, weiß ja, dass ich mich eigentlich von Alphas und Betas ganz, 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 ganz weit fernhalte. Einfach nur, um mich nicht spoilern zu lassen, weil ich hatte es ja erzählt, ist für mich irgendwie ziemlich uninteressant oder unspannend, wenn ich ja in der iPhone Beta schon so ein bisschen die Anfangsquest und so gemacht habe, was schon so 70, 80% das finale Produkt sein wird, was wir auch so dann sehen werden. Und dann schon zu wissen, was auf einen zukommt, ist halt langweilig, wenn du dann das Projekt anfängst. Weil gerade ich versuche immer sehr, ja, wie würde man sagen, sehr blind an die Sache ranzugehen, einfach auch um euch so ein bisschen auf die Reise mitzunehmen und zu sehen, wie ich mich da so schlage, wie ich darauf reagiere und so. Und wenn man schon im Vorfeld vieles weiß, ja, finde ich halt das irgendwie langweilig, weil dann kann ich ja auch nichts irgendwie so wirklich aufrichtig darauf reagieren, weil ich das schon alles kenne. Weil dann kommen solche Momente, wo ich dann sage, jo, ja, Leute, kenne ich schon, oder ja, Leute, ja, habe ich schon mal gemacht. Hier kommt gleich ein witziger Teil hier, hier werden wir gleich mal hier und dies und das und jenes machen. Ja, ist halt, ist das spannend? Ich glaube nicht, dass es das für viele irgendwie großartig spannend ist. Für mich ist es nicht spannend, wenn ich alles weiß, aber ich bin da auch fair und ehrlich. Ich habe mir da auch selber das gesagt und ich halte mich auch daran. Mal gucken, ob es funktionieren wird. Das ist eher. Ah, warte mal. Wasserschrecken besessen und wirke von. Ich Okay. muss näher heran. Wie besesse ich denn? Okay. Ja, weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich brauche ein Ziel. Okay. Okay. Was steht da jetzt nochmal? Ah, einfach töten. Einfach töten. Ja, okay, nice. Das kriege ich ja hin. Was wollte ich gerade sagen? Aber bei mir ist das wirklich schon so eine Sache, wo ich fairerweise sagen muss, ich würde dieses Risiko auf mich nehmen, einfach weil es momentan so schlecht um WoW gerade steht und wir echt nicht wissen, wie das jetzt sein wird. Ne? Klar, sie haben uns ja schon so ein bisschen was gedroppt und sie müssen sich ja auch ansatzweise daran halten, weil ganz ehrlich, der Shitstorm wird riesig sein, wenn sie das, was sie versprochen Das haben, ist nicht zu weit liefern werden. entfernt. Ihr könnt euch da sehr, sehr sicher sein, dass da die Community wieder sehr, sehr steil gehen wird. Aber ich will da so ganz gerne gewisse Sachen halt auch mal angucken. Gerade Talentbäume oder so. Vielleicht kriege ich es ja auch hin, ohne es zu spielen. Das ist dann halt, wäre auch natürlich sehr, sehr schön, dass wir da vielleicht irgendwie das hinkriegen, dass ich einfach mir nur Videos anschauen muss und dann weiß ich Bescheid, wie der Hase da so läuft. Weil grundsätzlich bin ich mir ja sehr, 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 sehr sicher, dass dann Leute dann alles Ich so bin außer posten werden, was sie Reichweite. so mitbekommen aus der Beta. Und wir werden bestimmt dann halt Talentbäume sehen. Weil das ist zum Beispiel das, was mich mit am meisten interessiert. Also ich habe auch nicht übertrieben, als ich gesagt habe, dass für mich der so das Highlight nicht mehr das Fliegen oder so ist, sondern für mich wirklich das große Highlight ist, Talentbäume zu haben. Weil ich finde es witzig,
dass viele halt nicht mehr wissen, wie das damals ist. Und ich bin gespannt, wie so ein bisschen die Reaktion darauf sein wird, wenn Leute so wieder mit sehr, sehr alten Mechaniken konfrontiert werden, die damals Leute halt gefeiert haben und wirklich als einen Kernaspekt vom WoW damals auch gesehen haben. Es ist nicht mal übertrieben, das zu sagen. Das war für viele wirklich das Kernstück des Spiels. Einfach weil man so viele Möglichkeiten hatte, die so im Laufe der Zeit dann halt verloren gegangen sind, weil du dann diese geliehenen Kräfte hattest. Artefaktwaffen, die dann weg waren. Rüstung und unsere Azeroth-Kette weg, Shadowlands, Pakte und Sanken und Conduits, diese Medien und so weiter und so fort, sind dann weg. Also dann mal wieder so ein bisschen zu sehen, wie es ist, wenn du wirklich kein Powerboost hast, in dem Sinne, dass du irgendwie wieder was machst und irgendwie eine Fraktion dich anschließen kannst und dann hast du wieder so einen richtig fetten Boost an Damage oder so oder an neuen geilen Fähigkeiten, sondern einfach nur, ja, Talente, wo du dann sitzt und dir überlegen musst, okay, wo baller ich meine Punkte jetzt rein? Das finde ich halt mit am spannendsten. Und ich freue mich ja auch drauf, wirklich. Also ich freue mich sehr riesig drauf. Und ich meine es auch wirklich super, super ernst. Weil das wird nämlich für mich... Was müsste ich denn machen? Ah, scheiße. Das Auge des Lichtkönigs zu benutzen. Wo kriege ich denn das denn her? Ah, okay. Das heißt, hier muss ich wahrscheinlich in der Feste muss ich mich dann hier durchballern. Muss nur gerade überlegen, auf welcher Seite das war. Ist ja auch geil, dass mir das irgendwie nach oben punktet, was mir gar nichts bringt. Mal gucken. Ich brauche hier, so viel ich jetzt gehört habe, Orakel, ne? Ja, Orakel. Da ist das Auge. Da ist das Auge. Hätten sie auch mal ein bisschen schöner markieren können, weil mittlerweile halte ich mich ja dadurch, dass es ja wirklich auch momentan sehr, sehr präzise ist, wohin dich das Ding bringt und das auch meistens hundertprozentig so ist. Sehr, sehr komisch, dass dich das meistens trotzdem noch irgendwo ins Arsch der Welt bringt. Aber was ich gerade sagen wollte, ist halt, ich freue mich wirklich riesig drauf. Und ich hatte es ja auch im Vorfeld erwähnt, da werde ich super viel Arbeit auch, glaube ich, in Dragonflight investieren, weil wir bestimmt, dann die Möglichkeit haben werden, mega viele Builds vorzustellen, mega viele Guides zu machen, sei es PvE oder PvP, wo wir dann wirklich, wirklich, wirklich viel darüber reden werden, okay, was kann man hier machen, was kann man da machen, also für euch wird es auf jeden Fall, denke ich, mal eine schöne Zeit werden, für mich wird es eine ziemlich, naja, stressige Zeit, würde ich es mal nicht vermuten, weil ich mache es ja auch super gerne und teile es ja auch mit Leuten, weil Leute gerne wahrscheinlich auch wissen wollen, wie ich da vielleicht mit meiner Klasse so an gewisse Sachen rangehen und skillen würde. Und dann die Möglichkeit halt zu haben, euch da wirklich zig verschiedene Builds vorzustellen und zu erklären, ey, das ist gut, weil das ist schlecht, weil das, und ihr könnt das aber auch so machen, was euch in solchen Situationen besser hilft. Und dass man da wirklich auch, es ist natürlich abzuwarten, ne, wie krass tiefgründig die Talente sein werden, dass man da auch wirklich krass experimentieren kann. Aber sollte es so ansatzweise werden, wie ich es mir persönlich vorstelle, dann werden das wirklich viele Möglichkeiten werden und dann dementsprechend kann ich euch auch mehrere Möglichkeiten vorstellen. So. Das ist so ein bestes Beispiel für mich persönlich war, als ich so ein bisschen über PvP geredet habe, wo ich da meinte, okay Leute, wenn wir in Kriegsschlucht sind, wie kann man hier die Talente besser für sich anpassen? Wenn wir Arati-Becken spielen, wie könnte man da vielleicht die Talente anpassen, dass das irgendwie dir hilfreich sein könnte, ne? Muss ja nicht, könnte. Und für viele Situationen dann so ein passendes Bild am Start zu haben und da mal so ein bisschen zu sitzen, hier, das ist keine Ahnung, der Kriegsschlucht-Bild, das ist der Arati-Becken-Bild, das ist der Auge des Sturms-Bild und so weiter und so fort. Und da halt zu sitzen, euch mehrere Möglichkeiten so an die Hand zu drücken und euch mal so wirklich auch an die Hand zu nehmen und auch mal zu erklären, warum, weshalb, wieso. Einfach nur vielleicht auch diejenigen unter euch, die dann vielleicht mit der ganzen Sache auch erschlagen sein werden, dann auch die Möglichkeit zu bieten, ey, das ist es, das ist es, das macht es, das ist geil, das ist nicht so geil, das müsst ihr verstehen, das ist wichtig zu beachten bei der Klasse,
Wir wissen ja nicht. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie das mit den Schurken sein wird, wenn wir dann in Dragonflight gehen, wie krass der wieder abgeändert ist. Ich vermute mal, Meuchelschurke selber wird wahrscheinlich nicht so krass abgeändert werden, weil, ja, seien wir mal wirklich, wirklich, wirklich ehrlich. Ach. Okay. Weil, seien wir mal ehrlich, ne? So, Meuchelschurken haben sich im Laufe der Zeit nicht wirklich krass verändert. Und das kann auch wirklich jemand sagen, der sehr, sehr lange den spielt. Also gerade vielleicht in Legion war das letzte Mal, wo wirklich eine ziemlich krasse Revolution stattgefunden hat und so ein bisschen sich viel darum geändert hat. Aber grundsätzlich ist sehr, sehr viel gleich geblieben. Und da dann mal so ein bisschen zu sehen, ob sich vielleicht jetzt auch im Laufe der Zeit wieder was ändern wird oder ob das sehr, sehr gleich bleiben wird, weil ich finde, Meuchelschurken sind immer mit Abstand die konstantesten Klassenkombinationen gewesen bei Schurken. Ich finde immer so Täuscherschurken oder Gesetzlosigkeitsschurken waren somit diejenigen, die super viel Änderungen bekommen haben. Was ich jetzt auch nicht irgendwie schlecht finde oder irgendwie jetzt so kritisieren will, finde ich auch gut, dass man sich da auch die Zeit nimmt, um ja mal auch da ein bisschen diesen Klassen auch eine Möglichkeit zu geben, mal ein bisschen was anderes zu liefern. Aber ja, ich bin halt selber gespannt, ob der Meuchelschurke grundsätzlich gleich bleiben wird oder wie sich das in Kombination mit den Dingern verändern wird. Das ist halt das, was ich mir vorstellen werde. So, ich werde ihn mal töten. Es kann, hätte ja sein können, dass das der ist, den wir hier suchen. Soviel ich weiß, müssen wir jetzt hier den richtigen ausfindig machen. Schlummernde Myrmidon, schlummernde Myrmidon. Ja, ja, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier herausfinden, wer von den Drecksäcken der richtige hier ist. Indem wir jetzt erstmal wild, ganz, ganz wild hier alle anklicken. Aber ich glaube, erst dadurch macht sich dann erst bekannt, ob das der ist oder nicht. Ja. Genau, zum Beispiel der ist es nicht. Kann man töten. Ist es der? Jo, das ist er. Und er macht ziemlich gut Damage auf mich. Aber kein Problem für uns. Den unterjochen wir einfach, den Jungen. Ja, holen wir ihn einfach aus seinem kybernetischen Schlaf heraus. Ne, Star Wars lässt grüßen. Und dann benutzen wir ihn für unsere Machenschaften. Oh, ich weiß gar nicht, ob das so smart ist von mir, dass ich da jetzt schon ein bisschen was vorweggreife. Weil ich glaube mal, wir werden hier aber auch wegen den Todesrittern auch hin und wieder trotzdem nochmal hierher zurückgeschickt werden, soviel ich weiß. Vielleicht täusche ich mich auch gerade, aber ich glaube, wir greifen, was die Knochenhexe gerade angeht, viele Quests schon ein bisschen so vorweg. Ich glaube, ich gebe jetzt mal die Quest gleich mal ab und konzentriere mich gleich darauf, erstmal wieder zurückzugehen und abzugeben. Einfach nur, weil ich sonst, glaube ich, die Befürchtung habe, dass wir bestimmt hier nochmal zurückkehren müssen, um andere Quests zu machen, ne? Unterdrückter Iskaldea, du kannst auch gerne hier ein bisschen in der Luft schweben, wie so ein Jesus. Aber ich glaube mal, retten wird dich das nicht. Da haben wir es doch schon mal. Witzig. Eine 5-Spieler-Quest. Glaube ich nicht, dass ich das schaffe, wenn da steht schon 5-Spieler-Quest. Aber, ne? Nicht, dass Leute denken, ich würde die ganze Zeit übertreiben oder Scheiße labern. Es ist wirklich so. Es sind hier wirklich super viele Gruppenquests, die man machen muss. Und das sind auch nicht mal die Gruppenquests. Ja, brauchst nur 3 Leute und das war's. Sondern es sind wirklich immer die 5er-Gruppenquests. Wo ich dann wirklich manchmal denke, Alter, ihr habt alles so vercasualt, alles so super kack einfach gemacht. Sogar in Burning Crusade habt ihr viele, viele Gruppenquests in Einzelgruppenquests umgeändert. Und ihr wollt mir wirklich tatsächlich weismachen. Was ist das denn? Warum ist hier eine Quest? Habt ihr das gerade gesehen? Hier war gerade eine Quest. Aber okay, ist jetzt doch, jetzt ist sie wieder da. Ist es aus der Gruft? Ich könnte schwören, da war doch gar endlich gar nichts. Nee, das kann gar nicht sein, das kann gar nicht sein. Nee, nee, das ist irgendwo anders, nicht hier. Nee, aber ey, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Wir hatten so viel Burning Crusade Quests wurden vercasualt und für Einzelgänger zugänglich gemacht. Oder will mir ja Blizzard sagen, dass sie es nicht auf die Reihe bekommen haben, ja, für Eiskrone mal so ein bisschen das auch hier runterzubrechen und auch für Leute zugänglich zu machen,
die halt nicht einfach mal ganz locker flockig 5 Leute mal zur Verfügung stellen können. Oder mindestens einen 60-Leveler, ne? Dass man einen hat, der einfach da durch die ganzen Gegner durchfegt, würde ja auch schon reichen. Wenn man da jemanden hat, der ziemlich gut gelevelt ist. Ja, es ist halt schade so. Weil es fällt mir auch gerade so ab und zu mal mittlerweile auf. So, klar, leveln tut man jetzt etwas häufiger und man stolpert so auf den einen oder anderen Spieler zu, aber wie wahrscheinlich ist das, dass wir hier irgendwie jemanden gleich treffen werden, der auch diese Quests macht, die wir machen, und dass man sich dann so ein bisschen zusammentut, um diese 5er-Quest-Dinger fertig zu machen, ist super unwahrscheinlich. Seien wir mal wirklich ehrlich oder seien wir mal wirklich, wie es ist, das ist super unwahrscheinlich, dass das der Fall sein wird. Von daher, ja, hoffe ich mal, dass wir... Ja, warte mal, ist das was Neues? Jo, das ist hier. Stock, gib ein bisschen mehr Geld. Nehmen wir mit, ich brauche jemanden, wo ich meine ganzen Sachen verkaufe. Ich glaube, der war drinne, den wir hier brauchen. Wo war er denn? Da müsste er sein, irgendwo. Genau. Bei dir kann ich wenigstens schon mal verkaufen. Können wir den ganzen Bullshit hier erstmal loswerden. Denn so viel Inventarplatz haben wir nicht und es ist gar nicht auch mal so schlecht, ein bisschen Geld zu sammeln, dass wir uns dann das schnelle Reiten holen können. Weil ich glaube, so viel ich weiß, letztes Mal habe ich ja nachgeschaut, sind wir, ja, für meisterhaftes Reiten schon zugelassen, nur fehlt uns das fucking Money. Bitch, but I don't have no money, ne? Ich habe no money. Genau, deswegen wollte ich nochmal kurz zurückkehren, weil man sieht das ja schon, ein paar Quests sind auch hier wieder, die mich wieder zurück nach hinten führen. Deswegen wollte ich da nicht allzu weit nach vorne greifen, um so ein bisschen auch im Flow zu bleiben, was das Ganze hier angeht. Ah ja, Leute, ah ja, das wird auf jeden Fall eine witzige Sache werden. Ich bin gespannt, wann das kommt, wann Dragonfly kommen wird. Also viele glauben ja wirklich, und seien wir mal ehrlich, ich glaube daran, um ehrlich zu sein, nicht wirklich daran. Aber viele denken ja, dass dieses Add-on noch dieses Jahr droppen wird, wo ich mir dann denke, okay, gut Leute, in welcher Welt lebt ihr, dass ihr wirklich der Ansicht seid, dass das irgendwie noch dieses Jahr kommen wird. Ich meine, ich hoffe, es ist euch schon aufgefallen, dass es noch eine vierte Season geben wird. Und die vierte Season wird auch nicht so schnell kommen, einfach mal aus den Gründen, weil die dritte Season ja noch nicht mal ansatzweise lange lief. Also, das ist halt das Witzige an der ganzen Geschichte. Warte mal, was brauche ich dafür, um die anzuzünden? Ah! Wir müssen Protodrachen stehlen. Muss jetzt nur noch herausfinden, wo noch mal so ein Protodrache war. Weil soviel ich weiß, gab es irgendwie so einen speziellen Platz. Ja, genau. Das würde ich gerade sagen. Einen speziellen Platz, wo die stehen und dann kann man sie einfach so aufpicken. Ja, weil ich... Also das ist ja sehr sportlich gedacht, Leute. Also diejenigen, die wirklich glauben, dass das so einfach mal so... Ja, dieses Jahr noch. Ende diesen Jahres glaube ich nicht, Leute. Ich glaube es wirklich nicht daran. Die dritte Season läuft nicht mal ein paar Monate. Die wollen noch eine kurze vierte Season einbauen, Leute. Das wird nichts hier mit mal ganz schnell mal eben hier nochmal das Addon droppen, glaube ich nicht. Ich glaube, das höchste der Maßen ist vielleicht ein Pre-Patch zu droppen. Ein Pre-Patch, aber selbst das ist schon fucking ambitioniert, ich sag's mal so, wie es ist. Also, und das ist wirklich, es ist kein Scherz, es glauben wirklich, es gibt Leute, die leben so in so einer Fantasiewelt, die denken, ja, das kommt noch dieses Jahr, mindestens. Wo ich dann denke, yo, unter welchen Stein lebt ihr denn, dass ihr das wirklich glauben tut, dass das so passieren wird? Also, God fucking damn it. Also, ich will ja niemanden hier so ein bisschen den Hype-Train nicht gönnen, so. Ist ja auch völlig in Ordnung, aber da muss man auch schon echt mal auch dem Ball flach halten und auch mal sagen, wie es ist, dass das nicht der Fall sein wird, Mann. Also, wir können höchstens froh sein, dass wir vielleicht zu Ende des Jahres so gut wie alles über das Spiel wissen, was uns da erwarten wird. Und dass man dann darüber dann eine klare Entscheidung treffen kann, ja okay, kommt, wenn das Addon jetzt kommt. Wie gut wird es? Wird es gut? Wird es nicht gut? Und dann dementsprechend eine Kaufentscheidung zu treffen. Ne, weil
Ich sag's mal so, Blizzard hat ihre größten Fanboys so ein bisschen verloren. Zu Recht, wie ich finde. Und da müssen sie jetzt sehr, sehr viel dran arbeiten, Leute, auf den wieder, Weg. ich sag's mal so, den Ball wieder irgendwie Arsche, ins Rollen zu zu bringen. Arsche. Irgendwie wieder die Leute dazu zu kriegen. Leutekommunikation gelauscht, okay. Uns hält niemand auf. Dass man da wieder wirklich das Vertrauen in die ganze Sache kriegt. Weil, ich sag's mal so, viele Lass Leute mich sind in zu Final Ruhe. Fantasy 14 rübergegangen. Und ich Geleitet sag's euch mal so, wohl. ich bin auch kurz davor gewesen, boah, dass ich da wirklich wechseln werde. Dass ich da wirklich wechseln werde, dass ich dann wirklich sage, ey, kein Bock mehr. Ich hatte es ja auch im Abschlussvideo gesagt, dass das hier so mit Dragonflight mein letzter Versuch sein wird. Und wenn ich merke, dass der Blizzard lernt nichts draus, dann bin ich raus. Dann werde ich halt irgendwann mal ein Video droppen, mich bei euch ein entschuldigen, aber dann war's das so, weil irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Ah, so, Blut von ausgehungerten Haien brauchen wir. Gut, das sammeln wir dann natürlich gerne auf.